Ich habe mir das halt nur gekauft, weil die Smartphone-Hersteller genau wissen, okay, irgendwann müssen die Leute sich wieder ein neues Handy kaufen, weil deren altes den Geist aufgibt, weil wir das so bauen, dass es den Geist nach einer Zeit aufgibt. In der letzten Folge von New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind in der vierten Welt, den Eiswürfel-Eisfällen, angelangt. Dort warten viele frostige Level auf uns. Und im ersten Level hat auch gleich ein frostiger One-Up-Glitch auf uns gewartet. Der wurde mir in die Kommentare geschrieben. Danke dafür nochmal. Das war ziemlich lustig rauszufinden. Und am Ende haben wir zum Gefühl tausendsten Mal Bum Bum besiegt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir starten heute mit Eiswürfel-Eisfälle 3, Gletscher der Stachelgumbas. Und ich habe heute tatsächlich mal wieder ein Thema mit dabei. Das letzte Thema ist ja schon ein bisschen her. Aber heute gibt es wieder eins. Und zwar wurde mir das, glaube ich, von Tiam geschrieben. Ich habe es jetzt leider hier gerade nicht dabei. Ja, aber ich habe halt blöderweise irgendwie vergessen bei den ganzen Vorschlägen. Ja, die zu screenshotten. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vorschlag von Tiam kam. Und zwar war sein Vorschlag, Smartphones in... Du Drecksding. Smartphones in... im Jahre 2050 oder sowas, ja? Also in so 30 Jahren. Smartphones in 30 Jahren. Das ist eine berechtigte Überlegung, die man haben kann. Denn ich meine, wenn man sich die Entwicklung der Smartphones anguckt über die letzten Jahre, da hat sich schon relativ viel getan. Ich meine, wenn ich jetzt alleine mein Samsung Galaxy S3 Mini, was ich als erstes Handy hatte, wenn ich das vergleiche mit meinem Samsung Galaxy S6, was ich danach hatte, und meinem Samsung Galaxy S9, was ich derzeit habe. Ja, da hat ich schon was getan. Und Yoshi, du bist einfach nur inkompetent, wie so ein Stück Kacke. Wie so ein ekelhaftes Stück Code. So. Ich try mal mein Bestes. Ey, Yoshi, warum bist du eigentlich so inkompetent? No joke. Ja, also, wenn man sich das mal anguckt, ich meine, das habe ich damals bekommen, das S3 Mini. Wann habe ich das bekommen? Ich schätze, ich war gerade in der 10. oder so, schätze ich. In der 10. was habe ich? In der 6. meinte ich natürlich. Ja, sowas circa. Ja. Also da ungefähr dürfte ich mein erstes Handy bekommen haben. Und ja. Oder war es vielleicht auch doch in der 8? Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich war auf jeden Fall einer der sein Handy als letztes bekommen hat. Das weiß ich noch. Aber das macht mir auch gar nichts aus. Auf jeden Fall ist es so, dass sich da ja doch relativ viel getan hat. Ich meine, jetzt die neuesten Sachen, die es ja derzeit wieder gibt, sind die Fingerprints unterm Display. Dann natürlich... Wow, dann natürlich letztes Jahr war die Notch ganz groß im Trend. Dieses Jahr ist es dann jetzt dieses Kameraloch. Keine Ahnung, ne? Auf Kameras wird immer viel mehr Wert gelegt. Auf einmal kommen da auf Smartphone-Hersteller mit 4 Kameras dahergeschissen. Ist weird. Ich sag's, wie es ist. Also, das ist ganz komisch. Aber wenn man das so betrachtet, ich meine, wir haben hier tatsächlich halt kleine Minicomputers im Hosensack. Das ist einfach so. Diese Minicomputer hier, ja, diese kleinen feinen Dinger, die leisten verdammt viel und können verdammt viel, erleichtern unser Leben ganz dezent, würde ich jetzt mal behaupten. Wagenliftwagen, das heißt das nächste Level. Ja, und die Sache ist, diese tollen Dinge erleichtern unser Leben. Aber wie, ich meine, die haben sich jetzt in dieser kurzen Zeit auch ziemlich krass entwickelt, ne? Keine Frage. Die Preise haben sich auch dementsprechend entwickelt. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reden, ne? Liebe iPhone-Nutzer,
Oder auch natürlich lieber anderen Samsung-Käufer. Das Galaxy S10 wird ja derzeit vermutet, dass da die billigste Version eventuell, ja, so fast 800 Euro kosten soll. Das S10 Lite, das wird erst im Februar vorgestellt. Ich bin ja ein Samsung-User, wie wahrscheinlich viele wissen. Ich bin ein Samsung-User und, ja, wie man gehört hat, ich habe bisher halt nur Samsung geused. Oh Gott. Und ich bin auch zufrieden mit Samsung und so weiter, aber die Preisgestaltung, die sich derzeit auftut hier, finde ich einfach ein bisschen besorgniserregend, weil ich meine, wir sind bald bei einem Standardpreis von 1000 Euro für ein Handy. Und für 1000 Euro, weiß ich nicht, ne? Ist fragwürdig, aber das ist auch eigentlich gar nicht das Thema, ne? Das ist eigentlich gar nicht das Thema. Du blöder Cooper. Ja, das eigentliche Thema ist ja, wie die Smartphones in Zukunft aussehen könnten. Und da würde ich natürlich auch gerne euch fragen, was denkt denn ihr, wie könnten denn Smartphones in Zukunft aussehen? Ich würde ja tatsächlich sagen, dass vielleicht Smartphones irgendwann gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern dass eventuell in ganz weiter Ferne, also noch nicht in naher Zukunft, also jetzt sowas wie 2050, dass man da vielleicht irgendwann Gehirnimplantate hat, die Jobs von einem Smartphone erledigen, wo man digital vor seinem Auge irgendwelche Suchanfragen auf Google oder so starten kann, keine Ahnung. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, mehr am Kommen ist, sind eher so smarte Brillen, smarte Kontaktlinsen, so etwas, AR, also Augmented Reality, ist, glaube ich, da ganz stark im Kommen, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht so, dass das irgendwann das Smartphone ablösen wird. Ich bin mir sehr unsicher. Eisgezapft dies, jawohl. ich bin mir sehr unsicher, wie sich die Smartphones entwickeln, denn derzeit sind wir, finde ich, bei den Smartphones an einem Stand, wo ich sagen würde, ja, okay, schön und gut, habt ihr ja wieder irgendwas Neues gebracht, aber habt ihr halt jetzt auch nur gemacht, weil ihr es müsst, ne? Ich meine, wo ist denn in letzter Zeit die Innovation geblieben? Meiner Meinung nach gab es in letzter Zeit nicht wirklich viel Innovation. Ich meine, klar, die Displays sind größer geworden und ja, die Display-Ränder sind kleiner geworden und so weiter und so fort. Ja, ist alles wunderschön. Keine Frage. Und ich bin einfach nur ein vollkommener Idiot. Ich meine, irgendwie sind halt in letzter Zeit so die Smartphones ausgeblieben, wo man sich dachte, Alter, sheesh, das Ding revolutioniert alles, das will ich haben. Ich meine, es sind halt bisher in letzter Zeit immer nur so Smartphones gewesen. Klar, ich meine, ich habe mir auch das S9 gekauft, weil es mir gefällt. Ich meine, ist nett gewesen. Keine Frage, aber es war jetzt nicht unbedingt das Smartphone, wo ich sage, Alter, dieses Smartphone hat so eine krasse Innovation an den Tag gelegt, deshalb habe ich es mir gekauft. Nö, ich habe es mir gekauft, weil einfach mein S6 langsam den Geist aufgegeben hat, weil der Akku einfach nicht mehr wollte und ich wollte den Akku nicht mehr tauschen, weil ich sowieso mein Handy wechseln wollte. Und ich bin, oh no. Oh no. Oh, I responded, dude. Ja. Und deshalb habe ich mir dann das S9 gekauft. Weil das auch relativ schnell im Preis gefallen ist. Ich meine, ich habe es mir für 700 Euro gekauft. War jetzt auch nicht wenig Geld, muss ich dazu sagen. Ich muss mich nochmal umbringen, ne? Oder ich aktiviere die Halbzeitflagge. Gibt es hier eine Halbzeitflagge? Habe ich die Halbzeitflagge schon? Whatever. Ich schau mal. Irgendwie sieht es mir so aus, als würde es. Ist ja auch egal, da muss ich halt das Level ein zweites Mal machen. Nee, das war, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, gut. Okay, wo war ich? Ja, genau. Ich habe mir das halt nur gekauft, weil die Smartphone-Hersteller genau wissen, okay, irgendwann müssen die Leute sich wieder ein neues Handy kaufen, weil deren altes den Geist aufgibt, weil wir das so bauen, dass es den Geist nach einer Zeit aufgibt. Es ist Fakt. Ich finde es. Das ist auch so ein eigenes Thema. Oh, Mopsy, hi. Das ist auch so ein ganz eigenes Thema.
Smartphone-Hersteller setzen natürlich garantiert drauf, dass nach 2 Jahren oder so, wenn halt die Garantie und sowas vorbei ist, dass nach diesen 2 Jahren das Smartphone mit ziemlicher Sicherheit stark an Leistung nachlässt und bis dahin hält der Akku halt und nach den 2 Jahren dann ist Ende, ne? Dann kaufen die meisten sich halt ein neues Handy, anstatt sich den Akku wechseln zu lassen. Ist halt so. Ja, das war bei mir auch so. Auch wenn es nicht viel gekostet hätte, den Akku zu wechseln, aber ich war mir sowieso sicher, ich will ein neues Handy, weil das S6 auch tatsächlich nicht mehr so performant war. Das hat auch, ja, performancemäßig schon ein bisschen den Geist aufgegeben. Eventuell auch bewusst, weiß man natürlich nicht. Kann aber auch wirklich einfach so sein, weil die Geräte an Leistung verlieren. Oder ob das einfach so ist, von Samsung so gesteuert ist, oder generell von allen Smartphone-Herstellern so gesteuert ist, dass das so funktioniert, ne? Und da gab es schon eine Halbzeitflagge, na toll. Das sind halt auch wieder so ganz eigene Themen. Ah! Der Betrug dieser Industrie? Ja, ich glaube, dass der nicht so gering ist. Ich glaube, dass der Betrug dieser Smartphone-Industrie nicht so gering ist. Und deshalb, ich weiß nicht, was ich bis 2050 noch tun werde. Ich meine, Samsung ist, ja, wunderschön, Galaxy S10, iPhone 10S, beziehungsweise das 11er wird ja jetzt bald rauskommen, im Laufe des Jahres, ich glaube im September stellen die ihre Handys immer vor, glaube ich, naja, irgendwie sowas, ich bin so blöd, ja, und was für Revolution hat das iPhone? Für mich sehen iPhones seit 6 Jahren gleich aus, sorry, es tut mir wirklich leid, aber für mich sehen iPhones seit 6 Jahren gleich aus. Ich meine, das iPhone 10, das X hat mal ein bisschen Abwechslung reingebracht, aber so. Ich meine, es ist bei keinem Hersteller anders. Die Smartphones sehen immer gleich aus. Ja, nee, keine Ahnung. Yeah, easy. Also, es sehen halt immer alle Smartphones gleich aus. Das ist ein Fakt. Punkt. Aus. Ende. Samsung, was genau haben die geändert? Pass auf. S6, Kamerahöcker nach außen. S7, der Kamerahöcker wurde kleiner. S8, Fingerabdruck neben der Kamera. S9, Fingerabdruck unter der Kamera. Vorne, ja, Displayränder wurden halt kleiner. Ungefähr so sieht die Entwicklung aller Smartphones seit 4 Jahren aus. Und ich bin doch so ein Vollidiot. Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren, aber so ist es halt. So, wir machen mal Mopsi und ich habe hier einen Kommentar von Maya Schicksi. Der Trick 17 bei Cheap Cheap Höhenflug ist, dass hin und wieder Fragezeichenblöcke mit Münzen auf dem Weg sind. Und wenn man einen Stern hat, ist neben diese Blöcke ein weiterer Stern. Den Stern muss man halt vor dem Betreten des Levels einsetzen. Also haben wir hier sogar noch einen Nutzen des Inventarsterns. Und da hat der Gute verdammt recht. Und ich danke dir wirklich recht herzlich für diesen Kommentar. Hat mich wirklich gefreut, den zu lesen, denn jetzt weiß ich tatsächlich einen Nutzen für diesen blöden Stern im Inventar. Das ist wirklich sehr praktisch. Und jetzt habe ich mich gerade von Mopsi abziehen lassen. Also noch lächerlicher geht's nicht. Okay, nochmal zum Smartphone-Thema. Also man kann eigentlich zusammenfassen, wir werden von der Smartphone-Industrie, von allen Firmen, von Samsung, von Apple, von Huawei, von was weiß ich was alles, ja. Wir werden einfach abgezockt. Punkt. Die nutzen das bewusst aus, dass wir Smartphone-süchtig sind und immer was Neues haben wollen. Die preisen dann wieder irgendwelche Features, die gar nicht groß sind. Preisen die groß an und darauf fällt, glaube ich, jeder rein, ne? Da preisen die Features groß an und dann, was mache ich? Jetzt ist er geflüchtet. Naja, jetzt kämpfen wir mal gegen dich. Also, es werden Features groß angepriesen und im Endeffekt, wenn man dann das Smartphone sich kauft, wenn man sich denkt, boah, ey, dieses Feature ist ja mal so epic, sieht man, okay, ja, das Feature ist zwar nett, aber mehr auch nicht. So läuft das. Und dann kommen natürlich solche Billighersteller wie damals Huawei oder zum Beispiel jetzt Xiaomi, ja, Xiaomi, wie man es auch aussprechen will. Also
Ja. Dann kommen die daher. Und bringen auf einmal billige Smartphones raus. So war sie zum Beispiel bei Huawei mit, oder Huawei mit dem P8 Lite damals. Das war ja bei jedem Vertrag dabei. Das hatte gefühlt jeder zweite. Und dadurch konnte sich Huawei halt bei uns einen Namen machen. Und ich kenne inzwischen tatsächlich einige, die haben ein Huawei-Smartphone und die sind ja auch nicht mehr so billig. Die sind alles andere als billig. Die sind genauso teuer wie Samsung und Apple inzwischen. Keine Frage. Aber sie haben als Billighersteller angefangen und dadurch konnten sie sich etwas hier auf dem Markt festigen. Und genau das ist die Sache. Man muss sich als Billighersteller auf dem Markt etablieren, um sich dann zu steigern. Dann kaufen sich die Leute halt das Handy, oh, ist für den Preis okay, aber hat dann halt doch 10.000 Macken, weil ich meine, ich habe es damals mitbekommen. Die Handys, da ging eins nach dem anderen kaputt, nach ein paar Monaten. Ich habe das mitbekommen bei uns in der Klasse. Und im Endeffekt ist es halt dann so, dass viele sich denken, oh ja, das ist ja interessant. Die waren doch mal Billighersteller, oder? Und jetzt bringen die solche Premium-Smartphones raus. Ja, das ist ja krass. Ja, naja. Ist fragwürdig. Genauso bei Xiaomi. Bei Xiaomi. Das ist jetzt, glaube ich, auch dieses Huawei-Phänomen, nenne ich es jetzt mal. Diese Smartphones kaufen sich jetzt auch immer mehr Leute, weil sie einfach preiswert sind. Sie bieten verdammt viel für das Geld, was man bezahlt. Das ist ein Fakt. Und dann gab es ja zum Beispiel das Pocophone, ne? Das Pocophone dürfte vielen ein Begriff sein. Das Pocophone, das ist extrem billig und ist, ja, von den Features her ähnlich zu Flaggschiffen von Samsung oder ähnlichen Herstellern. Und dann, ja, fragt man sich selbstverständlich, ja, aber warum soll ich denn so viel für so ein Smartphone von Samsung oder so ausgeben, wenn ich doch auch einfach so eins von Xiaomi kaufen kann für, ja, vielleicht die Hälfte oder ein Drittel des Preises? Ist eine berechtigte Frage. Ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und das verstehe ich auch, aber ich wette mit euch, in 2-3 Jahren spätestens kommt dann auf einmal Xiaomi daher und machen den Huawei-Move und bringen auch Handys für 1000 Euro raus. Ja. Es ist einfach so. Genauso funktioniert der Smartphone-Markt. Es funktioniert jeder Markt so. Ohne Konkurrenz, ohne ernstzunehmende Konkurrenz, die billiger ist und vielleicht doch besser, wird das nie hinhauen. Genauso ist es ja derzeit bei Nvidia. Nvidia, Grafikkarten und so weiter, ne? Wisst ihr alle Bescheid. Da ist es halt derzeit so, die können sich das leisten, dass sie unendlich teure Smartphones rausbringen. Keine Frage. Aber das geht halt auch nur, weil AMD es nicht geschissen bekommt, dass sie gute Grafikkarten rausbringen. Das ist der einzige Grund dafür, dass sich Nvidia das erlauben kann. Wenn jetzt AMD, wie bei den Prozessoren zum Beispiel, AMD ist ja bei den Prozessoren derzeit richtig gut dabei und es gibt immer mehr AMD-Prozessoren. Und ich glaube, man hat gerade den Windows-Sound gehört, kann das sein? Whatever. Also ja, AMD ist richtig gut dabei, was das angeht. Und ich glaube, hier oben war doch ein Secret Exit, oder? Ja, ich war zu langsam, aber da oben wäre das Secret Exit. Wenn die das bei den Grafikkarten auch machen, werden die Preise wieder sinken. Genauso sieht es halt auch aus bei den Smartphones. Ja, die iPhones verkaufen sich ja trotzdem ganz okay, dafür, dass die so teuer sind. Also, wieso macht das Samsung nicht auch? Bei Samsung verkaufen die sich gut. Ja, Mensch, wieso macht das Huawei nicht auch? Ja, Mensch, bei Huawei verkauft sich das doch auch gut. Die waren doch auch mal eine Billigfirma. Ja, jetzt machen wir das bei Xiaomi auch. Versteht ihr? Das ist halt so ein bisschen problematisch. Ich bin ein bisschen vom eigentlichen Thema abgedriftet, ich merke schon. Eigentlich bin ich eher so in die Thematik der Betrug der Smartphone-Industrie gegangen. Ehrlich gesagt. Aber ist eigentlich auch okay.
Wir werden systematisch hier dazu benutzt, neue Smartphones zu kaufen. Es ist so. Wir werden systematisch dazu benutzt. Und das machen die auch eigentlich schlecht. Ich meine, gibt genug Leute, die sich auf einmal jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Einfach so, weil, ja, ist halt cool. Kann man sich ja mal leisten. Ich meine, ich bin auch nicht so viel besser. Ich habe mir immerhin bisher nur jedes dritte Smartphone gekauft von Samsung. Ja, da bin ich in einem guten Zyklus dabei. Finde ich jetzt, dass ich da in einem guten Zyklus dabei bin. Ich meine, als nächstes dann das S12 oder vielleicht auch schon das S11. Aber ich hätte derzeit keinen Grund dazu, dass ich mein S9 hier weggebe. Der Akku ist halt nicht der beste, aber sonst bin ich zufrieden. Ich meine, die Lautsprecher sind super stark, ja. Da kann man überhaupt nichts sagen. Die Lautsprecher sind sowas von stark. Holy shit. Ich habe schon lange keine so guten Lautsprecher mehr gehört. Also, Respekt, ja. Die Lautsprecher, die waren es mir schon wert, muss ich sagen. Ja, ich meine, 700 Euro ist ja eine stolze Summe. Wissen wir alle, denke ich. Aber ich habe mir das halt durch das Geld, was ich in den Ferien beim Arbeiten verdient habe, habe ich mir das Ganze finanziert. Und ja, ich meine, das ist natürlich auch nochmal so ein extra Thema, zu welchem Lager man jetzt gehört. Ob man jetzt zum Samsung-Lager oder zum Apple-Lager gehört oder halt generell Android oder iOS und so weiter und so fort. Das ist so ein eigenes Thema, das man auch auf jeden Fall nochmal bereden könnte. Ich glaube, das hat auch Tiam vorgeschlagen. Ja. Genau. Aber, wie gesagt, so ist das. Und jetzt bekommen wir hier erstmal einen Secret Exit. Und damit ein weiteres geheimes Level. Das wir uns im nächsten Part angucken werden. Mit dem Schloss. Na, sowas aber auch. Ja. Okay, ansonsten würde ich sagen, Leute, sind wir jetzt mit diesem Part hier durch. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Hat mir wieder sehr gut gefallen, der ganze Spaß hier. Gut. Schreibt eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Vielleicht blende ich ein paar Kommentare von euch dann ein in einem der zukünftigen Parts, wenn mir da welche gut gefallen und man da gut drüber diskutieren kann. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.